Moin Moin und Glück auf! Freunde, schön, dass ihr wieder bei uns seid bei Kohle und Stahl. Wir machen heute mal einen Klassiker, der schon bestimmt 6 Milliarden Mal verfilmt worden ist. Wir machen heute 3, 2, 1 Ribs. Und zwar mit unserer leckeren Whisky-Cola-Soße. Deshalb sind das unsere Whisky-Cola-Ribs. Und da wir alle morgen frei haben, wünschen wir euch viel Spaß und Prost! Kommen wir zu unserem Rippchen. Wir haben uns richtig geile 6 Stränge von unserem Metzger gekauft. Das sind richtige Spare Ribs, Baby Back Ribs. Da werden wir als allererstes mal die Silberhaut von entfernen, weil die ist nachher eh nur zäh. Und dann kommt kein Gewürz ans Fleisch. Und danach werden wir das mit unserem Magic Dust ordentlich einrubben. So, von unserer Seite ein kleiner Tipp und Denkanstoß für euch. Das ist ja ein Long Job, den wir heute machen, der eine 6-stündige Garzeit voraussetzt. Also Leute, überlegt euch im Vorfeld genau, was ihr macht. Die Rippchen müssen nach dem Einrubben 24 Stunden im besten Fall ziehen im Kühlschrank. Und da wir 6 Stunden Garzeit haben und der Grill mindestens eine Stunde einregeln muss, bis er seine 110 Grad Stand erreicht hat, solltet ihr insgesamt mit Gläsen und all drum und dran ca. 7,5 Stunden alleine schon mit Garzeit bis zum fertigen Ergebnis einrichten. 2 Stunden bevor ihr anfangt, solltet ihr eure Whisky Chips, die wir genommen haben, wässern. Ob der Geschmack aus den Whisky-Fässern wirklich nachher zu schmecken ist, wissen wir nicht. Wir haben selbst beim Verkosten das eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht rausgeschmeckt. Als kleiner Tipp von unserer Seite her aus, tastet euch beim Räuchern, gerade wenn ihr Anfänger seid, mit etwas milderen Hölzern, vielleicht was Einheimisches, Buche, Pflaume, Birke. Und wenn ihr dann auf den Geschmack gekommen seid und meint, ihr müsst etwas Kräftiges benutzen, benutzt einfach mal Hickory, weil das ist relativ stark. Im nächsten Schritt nehmen wir uns eine Handvoll Kohlen, befüllen unseren kleinen Anzündkamin, lassen ihn schön durchglühen und zünden damit unseren Minenring an. Als nächstes nehmen wir unsere gewässerten Chips, packen die zur Hälfte auf den Minenring. Wenn ihr mal wissen wollt, wie so ein Ring funktioniert und wie der aufgebaut wird, schreibt uns das gerne in die Kommentare und wir gehen wirklich gerne näher drauf ein. Danach bauen wir unseren Smoker wieder zusammen und regeln ihn auf 110 Grad ein. Das Einregeln unseres Grills hat ca. eine Stunde gedauert. Wir sind jetzt bei 110 Grad konstant. Wir werden dann unseren Schweden-Rippchenhalter in den Grill stellen, ihn mit Rippchen bestücken und danach 3 Stunden räuchern lassen. So, die ersten 3 Stunden sind rum. Unsere Rippchen haben eine richtig gute Farbe angenommen. Danach werden wir sie vom Grill nehmen, in die Schwedenschale mit Gitter legen. Da passen exakt alle 6 Stränge drauf und dann geht's weiter. Im nächsten Schritt werden wir unsere Whisky-Cola-Mischung nehmen, die wir gemischt haben, 2 zu 1, 2 Teile Cola, 1 Teil Whisky und gießen sie über die Ribs. Die Cola sorgt in dem Fall dafür, dass das Fleisch noch ein bisschen mürber wird und die Dämpfphase erledigt den Rest. Zu guter Letzt geben wir noch ein paar Butterflöckchen drauf, weil ihr wisst ja alle, mit Butter und Bacon ist alles besser. Bevor die Rippchen wieder auf den Grill landen, werden wir sie mit Alufolie bedecken und wenn es geht, luftdicht wie möglich verschließen, damit halt die Dämpfphase gut stattfinden kann. Den Grill, der wird im Endeffekt zwischen 120 und 130 Grad für ca. 2 Stunden laufen. Ruckzuck die Rippchenhalter runter und die Schale auf den Grill. Nach den 2 Stunden wird die Alufolie entfernt und Leute, der Duft hier auf dem Balkon, der zieht euch nicht nur die Schuhe aus, der ist gigantisch. Danach nehmen wir die Schale vom Grill und schaut euch mal die Rippchen an. Das Fleisch hat sich wunderbar schon von den Knochen zurückgezogen. Im nächsten Schritt werden wir es mit unserer leckeren Whisky-Cola-Barbecue-Soße schön eingläsen. Nachdem dieses passiert ist, wandern unsere Rips nochmal für ca. eine Stunde auf den Grill, werden da schön karamellisieren und danach sind sie fertig. So Leute, die 7,5 Stunden mit Grill einregeln und vorbereiten und Garzeit ist endlich rum. Unsere Rippchen sind fertig, sie sind butterzart, sie zerfallen schon fast auf dem Grill. Wir werden sie jetzt runterholen und euch zum Tellerbild zurückholen. Wie ihr seht, unsere Rippchen sind butterzart. Der Olli kann ganz ohne Probleme die Knochen rausziehen. Wir haben sie danach verspeist und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Vom Rauch, vom Geschmack, die Rippchen waren einfach perfekt. Die solltet ihr unbedingt mal nachmachen. Wir fanden unsere Rippchen mega geil. Ich hoffe, ihr fandet es auch gut.
Lasst uns ein Abo da, verpasst ihr keine Folge. Gebt uns einen Daumen nach oben. Instagram, Facebook und unsere Homepage für euch immer zur Verfügung. Bis die Tage, euer Kohl- und Stahl-Team.